Hallöchen Leute und willkommen wieder einmal zurück zu meinem Shivering Ice Let's Play. Und wie versprochen, zeige ich euch in diesem Part jetzt hier von meinem zweiten Spielstand, den ich ja parallel zum Let's Play immer wieder verwendet habe, wie es jetzt eigentlich aussieht, wenn man den goldenen Heiligen helfen soll. Weil in dem eigentlichen Spielstand, den ich ja wirklich für das Let's Play verwende, da habe ich ja... da habe ich ja Talon getötet und deswegen hat Syloch die Ritter der Ordnung eben bei Zackenfels reingelassen, aber hier ist ja Syl tot und Talon noch am Leben, also läuft das hier alles ein bisschen anders ab. Ich bin jetzt gerade dabei, Sheogorath hier wieder zu sagen, dass der Torwächter neu erschaffen wurde und dann wird hier diesmal halt eine goldene Heilige Botin reinplatzen und sagen, dass halt Brellach angegriffen wird. Ein neuer Torwächter. Ausgezeichnet. An euch ist vielleicht doch etwas dran. Das dürfte Eindringlinge fernhalten. Und wie ich sehe, habt ihr gelernt, Fleischadronacke zu beschwören. Remina mag euch bestimmt, kleiner Herzog, aber vermutlich nicht auf die Weise. Fürst Sheogorath, entschuldigt die Störung, aber ihr müsst uns helfen. Ordnung hat Brellach angegriffen und uns in die Flucht geschlagen. So, so. Was für eine interessante Wendung. Das ist neu. Und ich mag Neues. Selbst wenn es schlecht ist. Und das hier ist schlecht, oder? Meine Güte. Das ist eine besonders spannende Wendung, was? Eine ideale Aufgabe für euch, als jüngste und einzige Person von Adel im Reich. Wenn Ordnung in die Festung meiner Armee eingedrungen ist, so ist das eine beunruhigende Wendung. Ja, das ist schon klar. So, warum hat Schunker nicht selber angegriffen? Bla bla bla. Er sagt ja genau das gleiche wie schon einmal. Das müssen wir uns jetzt nicht nochmal anhören. Das spart wenigstens Zeit. So, Quest wieder hinzugefügt, hier die hilflose Armee. Aber in dem Fall eben für die Aureale. Ciao! Kommt bald wieder. Euer Gnaden, es gibt Schwierigkeiten. Ihr müsst schnell kommen. Wer seid ihr? Ein Bote von Ismir gesandt. Ihr müsst sofort nach Brellach kommen. Wir wurden überfallen. Die Kräfte der Ordnung haben die Herrschaft übernommen. Wir müssen die Festung zurückerobern. So, Quest aktualisiert. Ja, in dem Fall geht es halt eben nach Brellach. Es ist unser Heim. Unser Heiligtum auf den Shivering Isles. Wenn wir es verlieren würden... wäre mein Volk dem Untergang geweiht. Ja, das ist natürlich scheiße. So, und in dem Fall müssen wir halt diesmal mit Ismi sprechen. Sie hat die Herrschaft über die wenigen Streitkräfte übernommen, die noch übrig sind. Sie wartet auf euch vor Brellach. Beeilt euch bitte. Es bleibt nicht viel Zeit. Alles klar, bleibt wohl. Bitte, euer Gnaden, eilt nach Brellach, ehe es zu spät ist. Ja, benötigt ihr etwas? So, erzähl du mir noch kurz was über Brellach. Falls Brellach tatsächlich angegriffen wird, solltet ihr euch auf einen schweren Kampf gefasst machen. Die Kräfte der Ordnung müssen sehr mächtig sein. Das ist wohl wahr. So, das andere hier, Grauer Marsch und so, das ist eben dasselbe in Sugarlock auch. Also tschüss. Könnten wir uns öfter sprechen? Ja, habe ich aber leider keine Zeit. So, raus hier. Also wie gesagt, wenn man sich eben für das Ritual von Dementia entscheidet und Syl tötet, sodass Talon noch am Leben ist, dann muss man halt hier jetzt den goldenen Heiligen helfen und falls man das Ritual von Mane gemacht hat und Talon tot ist, musste ich ja eben im letzten Part den dunklen Verführern helfen. So, glücklicherweise ist Brellach jetzt nicht so weit weg wie Zackenfels, weil Zackenfels ist wie gesagt hier unten. Ist auch nicht eingezeichnet, weil ist ja klar, es ist ja jetzt etwas anders abgelaufen. Brellach ist nämlich hier oben, ganz im Norden, in der Nähe von Khan. Ja, wer kann, der kann. Also los, auf nach Khan. Da werde ich jetzt diesmal hoffentlich schneller dort sein als... Aha, was machst du denn hier? Zeigt mir, was ihr da habt. Sicher nicht. Du kriegst nur Schmerzen. So. Also, wenn man schon mal hier bei Khan war, dann ist es ja nicht so schwer, dann auch nach Brellach zu kommen. So, verpiss dich. Tot. Diese ständigen Ketzer, ne? Auf der anderen Seite waren es die Eifer, hier sind es die Ketzer und Obweier. Ein Haufen Skalone. Und da ist sogar schon wieder ein aktivierter Obelisk. Ja, ganz toll. So, ich werde erstmal die hier abmurksen, weil die stören und sind hässlich. Aber ist euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass die Skalone
auf der Mania-Seite eine andere Farbe haben als auf der Dementia-Seite. Weil hier auf der Mania-Seite sind die alle so, ja, so rot-bräunlich-gelb. Und auf Dementia sind die komplett silbergrau. Obwohl es genau dieselben Viecher sind. Finde ich ziemlich interessant. So, warte, ich werde mal schauen, dass ich hier noch rasch den einen Obelisken deaktiviere. Weil das sieht kacke aus. So, Herz der Ordnung reintun, natürlich. So, und diesmal werde ich den Priester gleich mal suchen. Der ist doch irgendwo hier, ha? Bevor der wieder den Obelisken aktiviert. Da. Marsch kommt über dich, du Nacken. Trotze, tot. So, ganz schnell. Zweites Herz reinlegen. So, was willst du denn hier, Stier? Und drittes Herz reinlegen. So. Wichtig ist halt, dass der Priester tot ist, dass der den Obelisken nicht wieder reaktivieren kann. So. Destillationskolben des Novizen, unbedeutender Szenenstand, 29 Gold. Also nichts wirklich Großartiges. Schwupps. Das Ding ist deaktiviert. So. Der Priester ist... Ach, keine Ahnung, wo er ist. Der ist jetzt eh wurscht. So, ich muss in diese Richtung. Also ich muss da rauf. Kann ich einfach mal hier den Weg so folgen. Dann bin ich eigentlich auch schon so gut wie bei Brellach. Also das ist wenigstens ein kleiner Vorteil, sage ich mal, wenn man sich für diese Version entschieden hat. Dass der Weg nach Brellach... Wer greift mich jetzt hier an? Also dass der Weg nach Brellach nicht so weit ist wie der nach Zackenfels. Ah, was willst du denn, du blöder Balibok hier, tot? So ein Mistvieh. So, einfach hier den Hügel rauf und dann hier runter und over, ja. Wer ist denn jetzt hier vorne? Oh, tut dir doch nicht schon wieder weh, du Trottel. So, hier vorne ist schon wieder so ein Scheißdreck. Skalon. Wie die sich immer unsichtbar machen, das ist voll unfair, das gilt nicht. So. Hier oben... Ach, na los, komm, beweg deinen Hintern darauf. Hier oben ist jetzt irgendwo Brellach. Ah, right here. Ich hab's schon gefunden. So, ihr habt entdeckt Brellach. Danke, dass ihr gekommen seid. Entschuldigt, dass ihr herbeigerufen wurdet. Dafür bin ich verantwortlich. Wir haben die Herrschaft über Brellach verloren. Tardon hat sie hereingelassen. Wir ahnten nicht, dass er uns verraten würde. Unsere Kommandantin Stada wurde gefangen genommen und irgendwo eingesperrt. Zuallererst müssen wir sie befreien. Wo ist Stada jetzt? Tardon hatte sie beiseite gerufen, wodurch sie von der Gruppe getrennt wurde. So sollten wir versprengt werden, um leichtere Ziele für die Mächte der Ordnung abzugeben. Stada wird irgendwo in Brellach gefangen gehalten. Würde man sie töten, so könnte sie zu uns zurückkehren. Deshalb wird sie als Geisel gehalten. Wenn wir den Wassern des Urquells folgen, finden wir sie bestimmt. Was für Gegner sind dort? Tardon hat sie hereingelassen. Es waren unzählig viele. Uns blieb nur, uns zurückzuziehen und hier neu zu formieren. Wir müssen Stada so bald wie möglich befreien. Sie wird wissen, was zu tun ist. Also, los geht's. Verzeiht mir, wenn ich das so sage, euer Gnaden, aber vom Herzog von Dementia Befehle entgegenzunehmen, finde ich beunruhigend. Ihr seid der einzige verbleibende Herzog, eine noch nie dagewesene Situation. Normalerweise würde euch nie erlaubt werden, Brellach zu betreten. Angesichts der Notwendigkeit, schnell zu handeln, müssen wir über die Sitten hinwegsehen. Wir werden hinter euch stehen, euer Gnaden. Na, dann ist alles klar. Quest aktualisiert, also das läuft hier wie gesagt genauso ab wie in Zackenfels, nur halt eben mit goldenen Heiligen. Und Brellach ist auch genau gleich aufgebaut wie Zackenfels, nur halt vom Farbschema mehr an die Aureale angepasst. So, aha, gut. In dem Fall kriege ich jetzt hier halt den Abendzahn, ne? Ja, erhaben Abendzahn sogar, das ist wieder immer besser. So, Reparaturhammer. Gut. Und vielleicht sogar noch ein starker Heiltrank und noch einer. So, Feder. Und Licht, bitte. So. Wartet mal, ich kann doch hier dunkle Verführer beschwören. Warum habe ich denn das noch nicht gemacht? So, hier dunklen Verführer beschwören. Lege ich mir jetzt mal auf die zwei. Okay. Also, los geht's. Auch hier gibt es wieder eine Ehrenhalle.
ist wie gesagt genauso aufgebaut, auch wieder mit diesen ganzen Geläuten und mit jeder Menge Rittern und Priestern der Orden. Und da liegt auch schon die erste tote goldene Heilige. Ganz schön schade. So, Tür auf und jetzt geht's los. Attacke! Macht sie nieder! Der Mistkerle, wow! Mann, steh auf! Aufstehen! Kniet vor den Heiligen. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Jetzt habe ich ihr aus Versehen eine runtergehauen, das wollte ich ja gar nicht. Mann, du Penner! So. Penner ist unser. Ah, ja, sie können sich wenigstens selber heilen, also denen kann so schnell nichts passieren. Aber ich finde, Ismi ist doch eine recht hübsche, oder? Sieht doch ganz okay aus. Also wie gesagt, mir persönlich gefallen halt die goldenen Heiligen deutlich besser als die dunklen Verführer, aber das ist halt Geschmackssache. So, weiter geht's. Hallöchen. Da ist der Nächste. Na, hey. Läuft dir vielleicht nicht an mir vorbei, du Arsch. Kniet vor den Heiligen. Vor den Heiligen. Prellak wird gesandt. Zu den Warngott. Prellak ist unser. Ja, Prellak wird gesäubert, das könnte laut sagen. Das könnte laut sagen. So, klopf, klopf. Jemand zu Hause? Natürlich du, komm her! Also die Priester sind ja wenigstens nicht so gut gepanzert, aber die haben eh keine Chance. Noch ein Priester. Oh, es ist hier mal Ruhe, verdammt. So, auch hier ist wieder eine Kristalltruhe da drin, das heißt, wir hauen hier einfach mal kräftig dagegen und Ding Dong! Genau. So, gehen wir in Herz der Ordnung rein, mal schauen, was hier drin ist. Der Schild des Sommers. Eisschild 8% auf sich selbst. 603 Gold. Na, da habe ich ja geilere Sachen hier gefunden als in Zackenfels. Tja, da hatte ich leider nicht so viel Glück. Egal, es geht weiter. Wo sind die nächsten Idioten? Aha, hier ist überhaupt diesmal gar keiner. Sehr eigenartig. Zackenfels war hier wenigstens noch ein einzelner Ritter der Ordnung, hier nicht. Ja, der hat halt keinen Bock, der hat sich gedacht, nö, ich gehe mal eben auf Klo, dann sieht mich keiner. So, weiter in die Ehrfurchtshalle. Aber diesmal dunkle Verführerin beschwören, die wird mir jetzt mal helfen. Was ist das? Prellak wird gesäubert. So. Na? Oh! Die greifen sich ja... Na super. Ihr sollt sie nicht angreifen. Das ist meine. Ist ja fies. Die greifen meine dunkle Verführerin an. Sind die doof? Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen, aber es kann sein, dass die aus Versehen die anderen angegriffen hat und deswegen hat sie jetzt ein paar Treffer kassiert. Ja, Pech gehabt, das kann passieren, aber ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ihr seid doch echt dämlich manchmal, also das wäre jetzt nicht nötig gewesen, die ist doch auf unserer Seite, die hab ich doch beschworen. Check mal wieder gar nichts, naja, dann halt nicht, müssen wir es auch ohne schaffen. Hätte theoretisch in Zackenfels mit einer beschworenen goldenen Heiligen genauso passieren können. So, Mann, was willst du denn? Prellak wird gesäubert. Möge die Ordnung... Na sicher nicht. Die Ordnung wird nicht siegen. Die Ordnung kann kacken gehen. Oh, Vorsicht. Warum greife ich immer die anderen an? Ich will das gar nicht. Gesäubert. Tut mir leid. Los, tötet ihn. Prellak ist unser. So, da oben ist ja noch so ein Priester. Boah, ich muss echt aufpassen. Ich habe immer Angst, dass ich die aus Versehen angreife und dann werden die sauer und dann ist alles vorbei. Dann werden die mich bis zum Tod angreifen. Das darf ja nicht sein. So, Schalter drücken. Jetzt geht hier die Tür auf. Und weiter geht's. So, gut, und seht mal, hier haben wir auch schon wieder, diesmal sogar goldenes Wasser, na ist eh klar, passt ja auch besser zu den anderen. Hier haben wir jetzt auch schon die Anführerin, das hier
ist Stara, auch eine ziemlich hübsche. Ihr müsst mich befreien! Die Barriere kann von euch nicht durchbrochen werden. Sie ist zu widerstandsfähig. Läutet die Glocke! Wenn ihr die Glocke läutet, könnte sie dadurch zerschmettert werden. Ja, ist genauso wie bei Dilora auch in Zackenfels. Einfach mal das Geläut aktivieren und dann ist sie auch schon frei. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt, aber wer seid ihr eigentlich? Ich bin der Herzog von Dementia. Euer Gnaden, es tut mir leid, ich wusste nicht. Wo ist Tardon? Habt ihr ihn gesehen? Dieser feige Verräter. Was ist dir passiert? Tardon, diese Schlange. Er tauchte auf und forderte ein Gardekontingent an. Er behauptete, im Palast gäbe es Unruhen und wir würden gebraucht. Mit der schnellen Organisation befasst, begriffen wir erst, dass Tardon selbst die Ordnung hereingelassen hatte, als es zu spät war. Wir wurden versprengt und einzeln niedergemacht. Aber das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was jetzt zählt, ist der Urquell. Wir müssen sofort dorthin. Was für ein Urquell? Was meint ihr damit? Der Urquell der Aureale. Er ist unsere Verbindung zu diesem Reich. Dort kehren wir von den Wassern Oblivions in diese Welt zurück. Wenn Tardon den Mächten der Ordnung hilft, diese Verbindung zu trennen, wäre das Ende für mein Volk. Wir würden das Reich verlieren. Wir müssen zum Urquell und sie aufhalten. Ich werde euch folgen. Der Urquell ist im Herzen von Prellak. Folgt dem Wasser, um ihn zu erreichen. Euer Gnaden, ich erwarte eure Befehle. Und Quest aktualisiert. So, Tardon ist halt genauso ein Arsch wie Syl. Unser eigener Herzog hat sich mit den Kräften der Ordnung verbündet? Der Gedanke ist unerträglich. Fürst Sheogorath wird ihn furchtbar bestrafen. Ja, das hoffe ich auch. So, der Urquell der Aureale. Die Wasser Oblivions führen uns zum Urquell, den Fürst Sheogorath uns geschenkt hat, damit wir in seine Dienste zurückkehren können. So, na dann erzähl mir noch ein bisschen was über Prellach. Was soll ich euch darüber erzählen? Erzählt mir mehr über Prellach. Prellach wurde uns von Fürst Sheogorath als Zuflucht und Ort der Wiederherstellung geschenkt. Es ist unser Heim. Dort erhalten wir Verstärkung und dorthin kehren wir von den Wassern Oblivions in diese Welt zurück. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Erzählt mir von Geläute. Sie sind ein Schlüsselbestandteil der Zeremonie, bei der gefallene Kameraden wieder ins Leben gerufen werden. Es heißt, dass das Glockengeläut den Seelen hilft, den Weg nach Prellach zurückzufinden, damit sie in die Dienste unseres Fürsten zurückkehren können. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Erzählt mir mehr über den Urquell. Der Urquell ist ein Übergangspunkt, eine Stelle, an der die Seelen verlorener Aureale von den Wassern Oblivions in diese Welt zurückkehren können. Die Finsternis ist sogar für uns ein furchterregender Ort. Und so hat unser Fürst uns dieses Leuchtfeuer geschenkt, ein Licht, das uns zu ihm zurückführt. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Schon gut. Wie euer Gnaden wünschen. So, dann kann es jetzt losgehen zum Urquell. Unsere Heimat soll von Ordnung befreit werden. Ja, so, gut. Ismi ist auch noch immer da und die anderen zwei sind noch am Leben. Na dann, weiter geht es. So, hier haben wir jetzt die Andachtshalle von Prellach. Nein! Der Urquell! Er wurde verstopft. Ihr müsst zum Urquell vordringen und das Wasser wieder zum Fließen bringen! Ah! So, Quest aktualisiert. Irgendetwas ist mit dem Urquell der Aureale in Prellach geschehen. Ich muss allein weiter, um ihn wiederherzustellen. Das ist auch wieder dasselbe wie in Zackenfels. Die sterben auf einmal ganz plötzlich. Und wenn dann aber der Urquell wiederhergestellt ist, dann finden die eh wieder ins Leben zurück. So. Jetzt gibt's auf die Fresse! Ist also wie gesagt im Prinzip genau das gleiche Schema.
Und dann habe ich auch diese Version mal gezeigt. Aber es kann halt leider nie beides gleichzeitig im Spiel stattfinden. Man muss sich halt da eben schon ziemlich früh entscheiden, was man da wirklich machen will. Eben das Ritual von Mani oder das von Dement hier. Beides zeitgleich geht leider nicht. So, was ist hier hinter? Ach so. Ich bin da. So, tot. Alter, wie die mal aussehen. Das sind einfach gewöhnliche Hochelfen. Manchmal auch irgendwelche anderen Menschen. So, das ist noch ein Priester. Okay, gut, die sind sich teilweise ziemlich ähnlich, als wären die irgendwelche Klone. Wie können die sich nur Sugarlack anschließen? Die sind doch bescheuert. Ich meine, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Denn die wissen, was der vorhat. Aber die sind halt alle geblendet. Diese Narren. Die haben mir nichts zu melden. So. Okay. Und so. Wir müssen auf der Hut bleiben. Wer ist da? Tja, wer schon? Euer schlimmster Albtraum! Stier! Na, wo sind die Ritter? Da! Na los, kommt doch, traut euch! Ihr feigen Hühnchen! Feiges Huhn! Und totes Huhn! Ich sag toter Ritter, man. Hühner sind das keine, ey, man. Die können nichts dafür. Die sind nicht schuld. So, Tür auf. Bin eh gleich da. So, jetzt wieder der letzte Typ, der hier die Tür wieder macht. Der arme Tropf. So, tschüss. Und tot. Alle, die immer vor Schmerzen schreien. So, und hier haben wir jetzt wieder die Wiedergeburtsquelle. So, kleinen Augenblick. Ich werde natürlich wieder die Ausrüstung ganz rasch reparieren. Damit ich die besten Chancen habe, gegen diesen Typen fertig zu werden. Aber die haben sowieso keine Chance. Gegen meinen erhabenen Abenteuer, ne? Magie absorbieren, auch noch 7 Punkte für eine Sekunde bei Treffer ist doch praktisch. Aber was? Nur 8 Benutzungen? Nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Walerstein. So, jetzt kann ich ihn wenigstens wieder oft genug benutzen. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Wo seid ihr denn alle? Versteckt euch nicht. Da oben. Steht da oben einfach mal so ein scheiß Priester rum. Was bildet er sich ein? So, Knopf drücken. Da bist du ja. Oh, ist die Tür zu spät aufgegangen und... oh, nicht schlecht. Jetzt hängt er da voll in der Wand drin. Ja, ich sehe, das Spiel ist nicht so perfekt. Das kann immer wieder mal passieren, dass irgendwelche Leichen irgendwo in Wänden feststecken. So, der nächste. Nächster bitte. Hey, Mann, wieso können mich diese Säcke ständig entwaffnen? Fuck you. Ein Yamada dazu. Falls du überhaupt eine Mutter hast hier. Warum? Ich schaff das irgendwie nie. Es gelingt immer nur den Gegnern, dass die mich entwaffnen, dass sie mir das Schwert aus der Hand schlagen. Was bilden die sich ein? So, ich habe den Urquell der Aureale gefunden. Der ist von Ordnungskristallen bedeckt. Die muss ich zwischen den Urquell wieder herzustellen. Na dann, take this! Eins. Zwei. Und 3. Und 4. Der Urquell der Aureale ist wieder hergestellt. Ich muss mit Stardust sprechen. Ich hab's geschafft. Und schon sind sie wieder am Leben. Wunderbar. Der Urquell ist wiederhergestellt. Ihr habt uns gerettet. Wir sind euch auf immer dankbar, euer Gnaden. Gestattet mir, euch diesen Zauber zu lehren, damit ihr unser Volk in Zeiten der Not herbeirufen könnt. Nehmt bitte auch diese Rüstung entgegen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um euch für eure Hilfe zu danken. Was ist mit Tharun? Noch fehlt von ihm jede Spur. Wir werden unser Bestes tun, ihn aufzuspüren und an Fürst Sheogorath zur passenden Bestrafung auszuliefern.
Der Verräter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Was passiert jetzt? Unsere Krieger werden die Hallen von Prellak durchkämmen und die letzten versprengten Feinde beseitigen. Danach widmen wir uns gleich wieder unseren Aufgaben. Dann verabschiede ich mich. In der Tat. Fürst Cheogorath kann es gewiss kaum erwarten, von eurem Sieg zu hören. So, Quest beendet, die hilflose Armee. Sprecht, fasst euch kurz. Diesmal kann ich halt goldene Heilige beschwören. Und ich bekomme eine goldene heilige Rüstung und einen goldenen heiligen Helm. Genau. So, ich habe ja ganz vergessen, im letzten Part überhaupt noch die Rüstung an sich am Helden zu zeigen, aber da war halt der Part dann eh schon so lang, aber hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. So. Leider ist diese Rüstung nicht verzaubert. Das könnte man also, wenn man Bock hat, selber machen. So hier. Alter, das Ding wiegt 126. Das ist echt heftig. Aber das ist halt auch gleich ein komplettes Rüstungsset, inklusive Stiefel und Brustharnisch und Beinchen und alles. Außer halt dem Helm, der ist noch extra. Aber ist schon ziemlich schwer. Das wiegt schon ganz schön viel. So, das kann man auch schön verbessern. Also, das würde in dem Fall halt dann so aussehen. Ja, eigentlich gar nicht mehr so übel. Aber halt leider gänzlich unverzaubert. Schade, dass es eigentlich keinen passenden Schild dazu gibt. Ein goldenen heiligen Schild und ein goldenes heiliges Schwert wäre auch cool gewesen, aber der Abendzahn oder Morgenzahn, der ist ja trotzdem geil. Und ihr seht ja, Verteidigungswert von 57 ist ja auch nicht gerade ohne. Das heißt, theoretisch würde ich dann das andere nicht mehr brauchen, aber dadurch, dass das nicht verzaubert ist, werde ich das, glaube ich, später nicht wirklich tragen. Das kann ich dann bei mir zu Hause wieder einlagern in der Villa Flugfeld, sonst nimmt das wieder zu viel Platz im Inventar weg, vor allem wegen dem Gewicht und so. Aber ja, jetzt habe ich euch auch die... Ja, so sieht das halt dann aus. Jetzt habe ich euch auch die Version gezeigt, wenn man halt eben hilft, Prellak zurückzuerobern. Ansonsten ist es ja genau so. Also die beten jetzt hier alle schön brav. So, und ich glaube, theoretisch kommt man, genau, hier hinten kommt man dann auch wieder raus. So, hier. Das wäre die Ehrenhalle. Und von hier aus kann man jetzt hier noch den Knopf drücken. Den Schalter. Und auch den Schalter. Dann kommt man halt irgendwie wieder da so, ja, da kommt man dann halt wieder raus in Cheogorath's Reich. Aber Leute, der Part ist jetzt so oder so schon vorbei, also jetzt habt ihr wenigstens beide Versionen gesehen. Im letzten Part eben die Schlacht in Zackenfels und hier die in Prellak. Und im nächsten Part geht's dann halt wieder beim anderen Spielstand mit der Hauptstory weiter, mit dieser neuen Quest, die ich da bekommen habe, Herrschaftssymbole. Ja? Jetzt hat die Festung der Goldenen Heiligen gesichert, aber so wie Cheogorath über unseren nächsten Schritt reden, beziehungsweise halt eben bei den Matzen, blablabla, ist eh das Gleiche. Also, danke wieder fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Shivering Isles. Es ist noch lange nicht vorbei. Ein bisschen was wird da schon noch auf uns zukommen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.